Medaillenkampf wird Almudena Cid nicht mehr eingreifen können. Vielleicht hat Natalia Gordunko noch eine Chance, die sehr, sehr gering ist. Aber trotzdem muss man den Wettbewerb abwarten. Im Moment, wie gesagt, mit 108,400 Kabaeva vor Chachina mit 107,325 und Besonova mit 106,700. Und ich denke, so wird auch das Endergebnis aussehen. Aber nun Almudena Cid aus Spanien.